Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Und heute zeige ich euch die größte Unverschämtheit, die Tesla jemals produziert hat. 150.000 Euro für einen Tesla Model X Plaid. Und ich sage euch, der Wagen ist absoluter Sch**. Mein Spiegel knallt gegen die Leiste. Und das Ding fängt hier an zu rosten. Also das Auto macht sich selbst kaputt. Das geht nicht. Ihr lasst 1020 PS mit so einem Lenkrad und solchen Bremsen auf die Straße. Und dann in die Bremsen. Merkt ihr das? Das ist Lebensgefahr pur. Leute, das ist Auto und ich sehe nichts mehr. Und das war's. Die Tür geht nicht weiter auf. Ihr müsst euch mal überlegen, 150.000 Euro. Was hätte ich dafür alles kaufen können? Einen niegelnagelneuen Porsche Cayenne, eine Mercedes S-Klasse voll ausgestattet, ein Mercedes GLS. Ich hätte einen BMW X5 M kaufen können. Und. Stattdessen habe ich mich ja bewusst für dieses Auto entschieden und ich sage euch, der Wagen ist absoluter Schrott. Die größte Unverschämtheit, die ich jemals als Neuwagen untergejubelt habe. Es geht hier schon direkt los. Das Auto ist noch wenige Monate alt. Hier, der Radlauf ist schon rausgesprungen. Jetzt kommt einer der größten Kritikpunkte. Ne? Wenn du in die Nähe des Autos gehst, dann springt die Tür manchmal von selbst auf. Manchmal muss ich auch draufdrücken. Aber eigentlich geht die Tür beim Tesla komplett so weit auf elektrisch. Bei dem Auto, warum auch immer, springt die Tür nur bis hierhin auf, dann schaukelt sie ein bisschen und dann muss ich mit ganz viel Kraft gegen die Tür drücken, dass sie aufgeht. Wir haben das schon zweimal bei Tesla reklamiert. Zweimal hieß es, wir haben keine Ahnung, warum es bei diesem Auto nicht funktioniert. Überlegt euch, ich habe 150.000 Euro für den Wagen bezahlt und alles, was Tesla als Support anbietet, ist, wir probieren mal ein Update und wir haben keine Ahnung. Guck mal, ein Model X Plaid und guck, wie die Tür aufgeht. Die geht ganz auf. Ich schicke dir dieses Video, damit du den von der Werkstatt sagst, unser Auto ist kaputt. Merkt euch mal, wie diese Tür hier aufgeht. Sieht echt cool aus. Funktioniert auch, auf der linken Seite zumindest. Dann geht's weiter, Felix. Schaut euch mal hier die Blende an schon wieder. Na, der Abstand und wie sie locker sitzt. Ja, hier sitzt sie fest. Hier sitzt sie locker, da kann ich richtig drauf drücken. Noch viel schlimmer, guckt mal hier oben. Der Wagen fängt mir hier oben schon an zu rosten. Das Auto ist nur wenige Monate alt und ich sag's wieder, überlegt euch mal 150.000 Euro für einen Neuwagen und das Ding fängt hier an zu rosten. Dann geht's weiter. Im Prinzip hast du beim Tesla immer schon Abwerkkratzer im Lack drin. Felix, weiter geht's. Es wird immer schlimmer oder immer witziger. Auch hier wieder. Das Problem mit der Leiste. Aber schaut euch mal hier oben die Spaltmaße an, Leute. Thema Spaltmaße. Seht ihr das? Das sind locker 2 cm, wo das ganze Bauteil schief steht. Aber jetzt wird es noch witziger. Ihr wisst ja noch, wie die Tür drüben aufging. Schaut euch mal diese Tür an. Hört ihr das Knacken? Hört ihr das Knacken? Und das war's. Die Tür geht nicht weiter auf. Ja, jetzt schaukelt sie hier noch ein bisschen und probiert und macht und tut und das war's. Ja, überlegt euch mal, ihr habt gesehen, warte jetzt nochmal zum Vergleich, die Tür auf der anderen Seite. Wir drücken drauf, weil hier geht's ja. Ich sag's euch wieder, wir haben dieses Jahr erst das Auto gekauft, wir sind wenige tausend Kilometer damit gefahren und der Wagen funktioniert einfach nicht mehr. Ein Servicetermin bei Tesla kriegen, das geht nur über die App, das geht nur mit ganz vielen Wochen Vorlaufzeit und in der Regel klappt gar nichts, kann ich euch sagen. Liebes Tesla-Team, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr wissen wollt, was bei uns nicht klappt, weil bei euch klappt ganz viel nicht. Aber jetzt wird es ja viel, viel, viel besser. Mein absolutes Highlight außen. Ihr habt die Tür gehört. So klingt übrigens ein gutes Auto. So, jetzt guckt mal hier. Ihr seht, ich habe hier in der Leiste eine Delle drin. Ne? Das liegt daran, dass wenn der Spiegel einfährt, seht ihr das? Mein Spiegel knallt gegen die Leiste. Ey, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos, Leute. Mein Spiegel knallt gegen die Leiste. Also das Auto macht sich selbst kaputt. Was soll ich euch sagen? Das war der Außencheck. Das Auto hat noch ganz viele andere Probleme. Felix, mein schlimmstes Problem ist hier unter anderem, das zeigen wir euch jetzt gleich in der Waschhalle, wenn es drauf regnet, dann funktioniert die Wischerautomatik nicht so, wie sie sollte. Wenn ich sie auf automatisch stelle und es regnet relativ stark, dann ist die Wischerautomatik immer viel zu langsam, was quasi lebensgefährlich ist. Das zeigen wir euch jetzt in der Waschhalle. Ich habe das ganz große Problem, dass bei strömenden Regen die Wischer immer viel zu langsam arbeiten auf Auto. Du gehst hier drauf, dann erscheint hier das Display, das machst du mit dem linken Rad und dann suchst du dir die Stufe aus. In der Regel geht man ja auf Auto.
Aber die sind dann viel zu langsam. Dann muss ich im strömenden Regen wieder hergehen, hier drauf drücken, dann wieder hier mitspielen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und das muss ich dann immer wieder permanent einstellen, was total nervig ist. Das demonstrieren wir euch jetzt. Ich habe den Wagen auf Auto gestellt. Serkan spielt gleich für uns den Regensimulator. Du machst für uns den Regensimulator, ja? Ich bin schon bereit. Mach mal mittelstarken Regen. Geht das? Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Okay. Meine Wischer sind auf Automatik gestellt und Serkan fängt jetzt an. Der Scheibenwischer ist auf Auto gestellt und Serkan macht jetzt uns den Regensimulator. Das ist Auto, Leute, das ist Auto. Ich sehe nichts mehr. Merkt ihr, wie langsam das läuft? Jetzt lassen wir es mal richtig stark regnen. Ja, Leute, was, ne? Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf, wir stehen ja gerade. Ne? Mir passiert das auf der Autobahn. Dann muss ich immer wieder hergehen und die Stufen selbst einstellen. Also Leute, Tesla. Ich bin ein Autoliebhaber. Mir gehört eines der geilsten Autohäuser in Europa und ich habe bewusst und mit voller Freude dieses Auto gekauft. Und ich muss sagen, die Enttäuschung bei mir ist grenzenlos, was diesen Wagen angeht. Wir haben die Mängel schon öfters bei euren Supportstationen angesprochen. Wir kriegen keine Hilfestellung von euch. Ne? Wenn Leute da gewesen wären, die sagen würden, ja, das kriegen wir hin oder wir helfen oder wie auch immer, wäre ich ja sehr dankbar darüber. Es passiert nichts, es kommt nichts von euch. Alles heißt immer, geht in die App rein, tragt in der App ein, was euch stört und dann kümmern wir uns schon darum. Nein, es wird sich um gar nichts gekümmert bei euch. Leider. Weiter geht's, Felix. Wir gehen direkt fahren. Alles kaputt hier. Alles viel kaputt, ja. Also Leute, hier nochmal, ne? Nur um es zu verdeutlichen. Das Auto wurde erst zugelassen hier, unser Auto, Fahrzeugschein, Automobilzentrum Rhein-Neckar. Ja, das sind wir. Und die Zulassung ist erfolgt. Wann war das? Das Auto wurde erst zugelassen am 4. Juli 2023. Heute ist der 11.11. Das heißt, das Auto ist rund 4 Monate alt. Wie ihr wisst, besitze ich mehrere Autos. Also ich fahre den Wagen auch nicht ganz täglich. Ja. Kilometermäßig, gucken wir mal, was hat der Wagen jetzt drauf? 5.300 Kilometer. Das meiste, was an dem Auto schlecht ist, war schon schlecht bei Abholung als Neuwagen. Da hieß es dann, ja, wir können das Ganze protokollieren und dann gibt es einen Termin, wo das Ganze nachgearbeitet wird. Was ich ja richtig geil finde an dem Auto im Prinzip, ist die durchgängig lange Windschutzscheibe, nenne ich es mal. Ne? Die geht ja bis hierher. Bei einem normalen Auto hört ja die Windschutzscheibe irgendwo hier auf. Beim Tesla ist sie durchgängig, was richtig geil ist. Außer wenn im Sommer die Sonne scheint, dann knallen mir hier gefühlt 80 Grad wie durch eine Lupe durchs Fenster. Es scheint zwar nicht die Sonne, aber hier ist meine Sonnenblende. Die an Genialität nicht zu übertreffen ist. Gut, ich gebe zu, bedingt, ne, bauartbedingt ist das ja schwer mit der Scheibe. Aber wenn dann die Sonne so knallt, ja, so von vorne und auch von hier oben und ich fahre dann meine Sonnenblende aus, dann ist das ein guter Witz, mehr nicht. Ne? Also hier mit der Sonnenblende, da gewinnen wir keinen Blumentopf, weil dann knallt es ja trotzdem weiter. Ich weiß nicht, ob man Sonnen... Wahrscheinlich muss man wegen dem TÜV in Deutschland Sonnenblenden haben und das war dann die Lösung von Tesla. Bislang ist ja alles, was ich kritisiere, Bemängelung der Qualität und Verarbeitung. Bei den Scheibenwischern ist das ein Stück weit schon lebensgefährlich, würde ich sagen. Aber was so richtig schlecht ist, was wirklich lebensgefährlich in diesem Auto ist, Leute, und das zeige ich euch jetzt, sind die Bremsen. Ich zeige euch mal, wenn ich richtig Gas gebe, festhalten und dann in die Bremsen, merkt ihr das? Der Wagen, also du trittst zunächst einfach nur ins Nichts, ins Leere bei dem Fahrzeug. Und wir haben 1020 PS, also du lässt dir Leute bewusst mit einem Fahrzeug und 1020 PS losfahren. Aber mit gefühlt den schlechtesten Bremsen ever. Du bremst, dann trittst du erstmal ins Nichts und irgendwann greifen die Bremsen, aber dann bricht dir auch schon der Wagen aus. Ich meine, okay, ich will jetzt nicht einen Tesla mit einem, oder eigentlich muss ich es ja machen, ne? Wenn ich jetzt in einem Audi, in einem Mercedes so beschleunige und dann auf die Bremse gehe, dann bleibe ich in der Spur, habe ein ganz klares Bremsverhalten, was ich hier nicht habe. Der Wagen bricht mir quasi in alle Richtungen aus. Ich mache es nochmal und jetzt bremsen. Merkst du das? Also, es gibt mittlerweile von Brembo Nachrüstsatz für Bremsen für knapp 5.000 Euro. Ich glaube, das ist zwingend notwendig. Nur die Frage ist, wenn ich ein Auto mit 1.020 PS produziere, liebe Freunde von Tesla, ja, muss ich da nicht auch adäquate Bremsen auf dem Auto haben? Weil das, was wir hier in diesem Auto haben, ist lebensgefährlich. Das ist ein Sechssitzer. Ich stelle mir jetzt vor, hier wie Mama, Papa und 4 Kinder in dem Auto sitzen. Der Papa hat mal Lust, Gas zu geben. Und dann bremst er erstmal ins Leere. Ja?
was da an Gefahr für die Familie entsteht, das ist doch nicht zu verantworten von euch, Leute. Ja? Ich sag's nochmal, ich habe dieses Auto gekauft, weil ich richtig Bock drauf hatte. Ne? Weil ich auch richtig Bock drauf habe, zu partizipieren an der Zukunft, an moderner Technologie, auch an modernen Autos, auch an den Wechseln. Ne? Ich war Verbrenner, ich will auch ein E-Auto fahren. Habe mir dabei natürlich ein ganz, ganz tolles E-Auto ausgesucht. Aber was ich bekommen habe für 150.000 Euro, ne, wir haben ja keine 30, 40 oder 60.000 Euro bezahlt, wir haben 150.000, da sind wir im absoluten Premium-Segment, ist doch einfach nur eine Schweinerei. Leute, ich bin maßlos enttäuscht. Ich wäre nicht so enttäuscht, wenn der Support wiederum funktionieren würde. Wenn ihr sagen würdet, ja, okay, wir wissen, was unsere Autos können und nicht können. Ich meine, ihr investiert ja, weiß ich nicht, wie viel Geld in die Entwicklung und in den Test der Fahrzeuge. Wenn es mir nach 4 Monaten und 5000 Kilometern auffällt, wie schlecht dieses Auto ist, wie ist es euch nicht aufgefallen? Das wird ja kein Einzelfall sein. So, und jetzt lasse ich mir von Serkan was überreichen. Dankeschön. Sehr gerne. So, jetzt fragt ihr euch, was ich hier habe. Das sage ich euch gleich. Wir sind hier übrigens kurz an unser anderes Autohaus gefahren, weil das Lenkrad hier eingelagert war. Mit eines der Punkte, wofür ich das Auto am meisten gefeiert habe, als es neu vorgestellt wurde, war dieses Lenkrad, Leute. Das Yoke-Lenkrad. Ich habe es mega gefeiert. Das Design war einfach gigantisch. Dann bin ich es gefahren und ich sage euch, es war lebensgefährlich, Leute. Lebensgefährlich. Ne? Wie ihr seht, habe ich das Lenkrad mittlerweile bei Tesla umrüsten lassen. Wir haben 1.500 Euro in ein neues Lenkrad investiert. In der Regel fahre ich so. So gibt es bei diesem Lenkrad nicht. Ne? Also gibt es nicht. Ja? Das fährst du so. Jetzt ist das Problem, es ist auch unten nicht rund, sondern abgeflacht. Und wenn du gerade in Kreisverkehren warst, da war die größte Gefahr für mich. Zum einen, wenn ich das Lenkrad drehe, ihr merkt, ich greife hier hin. Ich habe kein Hier. Und wenn du im Kreisverkehr bist und auf andere Autos achtest und instinktiv wie immer dein Lenkrad drehst und dann hier oben hinfasst, ist mir praktisch das da passiert. Ja? Ich habe immer ins Leere gegriffen und wäre dann mehrfach fast in andere Autos reingecrashed. Das ist mir ein paar Mal passiert. Ich habe es ein paar Wochen probiert. Ich konnte mich bei aller Liebe, die ich für dieses Design habe, nicht an das Lenkrad gewöhnen. Es war eine absolute Katastrophe. In jeglicher Hinsicht. Ne? Weswegen ich dann beim Design Abstriche gemacht habe und gesagt habe, nein, so will ich meine Kinder nicht in einem Auto fahren lassen. Und dann bin ich wieder auf das alte Lenkrad gegangen. Wir haben Geld bezahlt, um das alte Lenkrad zu bekommen. Das funktioniert natürlich einwandfrei. Ne? Also das ist ja bewährte Technik. Seit ja, mittlerweile knapp einem Jahrhundert sind Lenkräder rund in Autos. Manche Sachen sollte man vielleicht nicht verändern. Wobei ich sagen muss, Felix kann es euch einblenden. Wir sind kürzlich in Dubai bei W Motors. Das Video kommt noch, aber Felix kann euch mal eine Szene leaken. Ein ähnliches Lenkrad gefahren, nur die Jungs haben etwas weiter gedacht. Die haben an der Stelle noch zwei Hörner gehabt, zwei kleine Hörner. Und diese beiden Hörner haben bewirkt, dass man das Lenkrad hier immer noch greifen konnte. Und das hat alles verändert. Felix, jetzt bitte einmal das bessere Lenkrad einblenden. Ich habe ja in meinem Tesla Model X Plaid auch ein Yoke-Lenkrad gehabt. Und das war einfach nur katastrophal. Ne? Ich habe immer daneben gegriffen. Ne? Mit der Konsequenz, dass ich dann auch final das Lenkrad habe tauschen lassen und wieder das alte Lenkrad habe einbauen lassen. Die Jungs bei W Motors sind den nächsten Schritt gegangen und haben einfach an dieses Yoke-Lenkrad nochmal hier diese beiden Hörner gepackt. Und das löst tatsächlich alle Probleme. Also das Lenkrad ist perfekt. Es sieht natürlich mega geil aus zum einen, sehr futuristisch. Und zum anderen kann ich es immer dort greifen, wo ich es gerne greifen würde. Also top Entwicklung, ne? Kleines Teil, Riesenlösung. Also Jungs und Tesla, ihr habt gerade gesehen, wie man es besser machen kann. Macht's doch besser. Ich bin ein Profi, ich bin Luxusautohändler und ich würde behaupten, ich kann echt gut Auto fahren. Und das schon seit mittlerweile 2 Jahrzehnten. Das geht nicht. Ja? Ihr lasst 1020 PS mit so einem Lenkrad und solchen Bremsen auf die Straße. Das ist Lebensgefahr pur. Das ist fast wie in der Formel 1, ne? Wenn ich da mit dem Lenkrad aus dem Auto aussteige. Keine Sorge, da ist noch eins drin. Was ich noch erwähnen muss, ich verreise ja gerne mal, sowohl privat als auch geschäftlich. Dann fahre ich mit dem Tesla an den Flughafen. Dann habe ich, wenn ich ankomme am Flughafen, eine Restreichweite von beispielsweise 200 Kilometern, was ich schon öfters gemacht habe. Dann komme ich 5 Tage später zurück, steige ins Auto ein und habe eine Restreichweite von plötzlich nur noch 80 Kilometern. Was echt unpraktisch ist, Leute, wenn ihr eigentlich so kalkuliert hattet, dass ihr mit dem Auto heimfahren könnt, wenn ihr todmüde von eurer Geschäftsreise zurückkommt, dann sind aber irgendwann in den 5 Tagen Standzeit 120 Kilometer verloren gegangen. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, es ist so. Abschließend,
Was kann ich euch sagen? Ja, leider funktioniert der Service bei Tesla nicht. Keiner hat uns bislang bei unseren Mängeln weitergeholfen. Die Stützpunkte, die wir um Hilfe gebeten haben, haben nicht reagiert. Über die App kriegst du nur Termine, die sind wochenlang weg. Und ich muss sagen, warum ist das Fahrzeug nicht von vornherein einfach gut, Leute? Ich meine, ihr investiert doch genug Geld. Wir haben die Mängel bei der Verarbeitung an der Karosserie. Wir haben Rostansätze, wir haben schlechte Spaltmaße, wir haben eine Tür, die nicht funktioniert. Wir haben einen Außenspiegel, der die Leiste beschädigt beim Einfahren, weil er nicht richtig eingestellt ist. Wir haben schlechte Bremsen, wir haben nicht richtig funktionierende Scheibenwischer. Wir haben Sonnenblenden, die absolut sinnfrei sind. Wir haben ein Lenkrad, das wirklich tödlich ist. Ich weiß nicht, wie andere damit zurechtkommen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein, ob ihr jemanden kennt, der mit diesem Lenkrad klarkommt. Ich komme damit nicht klar, Leute. Ich hoffe, Tesla reagiert auf dieses Video und ihr sagt mir, wie ihr das besser machen könnt. Ich weiß nur, ich habe 150.000 Euro für ein Auto bezahlt, das wirklich schlecht ist, Leute. Stand heute, keine Kaufempfehlung für diesen Wagen.